Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdoms of Amalur. Ja, wir müssen hier. Wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen hier, haben uns dann nochmal Rucksäcke geholt. Zwei Stück. Und haben hier so ein bisschen gequestet. Und auch wenn ich jedes Mal erzähle, was ich getan habe. Oder was wir getan haben. Verdammt, ich bin falsch gelaufen. Nein! Nein! Da ist eine Treppe nach oben. Auch wenn ich es jedes Mal erzähle, könnt ihr euch das trotzdem gerne anschauen. Ich wäre euch da nicht böse, wenn ihr das tut. Nee, jetzt sind wir gerade auf dem Weg zur letzten Quest, die wir hier finden können. Ey! Finden können. War das doch das? Ach, da die Treppe, doch runter. Warum merke ich ja nicht so? So. Da lang müssen wir. Da scheint das zu sein. Ach genau, das war im Untergrund. Da, wo wir Arkis den Reif gefunden haben. Zu den Unterschichten, genau. So. Wir müssen jetzt erstmal hier rumgehen wieder. Ja, gehen wir rum. Was soll's? Heißt, wir müssen da lang. Hinter Arkis seinem Grab vorbei. Hinter seinem Grab vorbei. An seinem Grab vorbei, so. Den Reif haben wir ja immer noch. Wow. Was soll los, Mann? Wo kommen denn die ganzen Lags schon wieder? Widerlich. So. Zack. Und zack. Das habe ich dann jetzt auch. Wir sind fleißig auf dem Weg. Ey, das geht mir gerade auf den Sack hier. Warum geht das? Warum geht das nicht, wollte ich gerade sagen. Warum ist denn das so? Das ging die letzte Zeit doch eigentlich recht gut. Oder nicht? Oder täusche ich mich gerade? Ich weiß gerade nicht mehr. So, hier haben wir noch was zum Looten. Sehe ich gerade. Ah, ein Haufen. Haben wir den vergessen? Ach nee, ein Zunderzeug war das nur. So. Dö, 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 dö. Wir müssen jetzt nach da oben. So. Um hier wieder runter zu springen. Ja. Alter. Ich peil das nicht. Darunter. Hier haben wir eins von den Ventilen. Hier haben wir noch eins von den Ventilen. So, eins haben wir noch. Eins gibt es noch. Und zwar dieses. So. Das sollte dann noch alles gewesen sein hier. Heißt, wir gehen wieder nach oben. Wir versuchen einen Weg nach oben zu finden. So. Alter Mann. Jetzt wird es jetzt gerade echt nervig. Ich sehe gerade, da sind noch Gegner. Kommen wir nicht hin, weil die da oben sind. Verdammt. Okay, gut, dann gehen wir jetzt hier erstmal wieder. Ich denke mal, hier geht es gleich auch zurück. Das geht natürlich. Oh, was? Wo kommt die Feder her? Habe ich hier einen Vogel? Also, ich habe einen, das weiß ich, aber ist hier einer drin? Eigentlich nicht, weil Fenster ist zu und ich habe auch beim Schlafen nichts gehört. Und ja, ich bin zwar Zocker und ich habe trotzdem geschlafen. Aber na gut, was soll's. So. Wir müssen da lang. Wieder zum Anfang, wo wir Arkes Grab gefunden haben. Oh, wir haben ja eine Truhe vergessen. Ja, toll, braucht Macht. Die hier ist nicht gut genug. Die tragen wir sowieso nicht. Nein, ich habe sie nicht zum Plunder hinzugefügt. Das wollte ich doch aber. Uncool. So. Weil wir haben jetzt hier eine ganze Reihe von Dingern, die wir nachher alle verkaufen werden. Also sowieso auf den Sack gehen werden. Noch eine Truhe oder so? Nee, ne? Gut. Also gehen wir wieder eine Runde springen. Und zwar sehr tief. So. Alter, ihr.
So, wir sind wieder in der Kanalisation. Es braucht nur noch einen Weg nach draußen. Zu Anakathos zurückkehren. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach da die Treppe hoch und dann können wir da locker hin. So, ist der kürzeste Weg hier raus. Und den suchen wir ja. Tatsächlich. So. So, meine lieben Freunde. Wir kommen der Sache immer ein bisschen näher. Wo ist das jetzt hier? Da ist es nicht. Das hier war ein Gemmenschleifer, ne? Ne, ein Alchemielabor. Du hast keinen Bock mehr, die aufzumachen. Das war mir klar. So. Und da müssen wir hoch. Zurück nach Wohnquartiere. Dann werde ich mal kurz einen Schluck trinken. Bin nämlich schon jetzt wieder seine halbe Stunde am Quatschen. Nee, ein bisschen mehr. So. Dann gehen wir jetzt mal auf Aufgaben. Aufgaben? War das das? Da sind sie doch. Verdammt. So. Erkundungsmission? Was? Achso. Ja, wenn ihr euch mal überlegt, guck mal. Wir haben noch 2, 12, 27 Quests und 8 Aufgaben, die wir immer erledigen können. Wir haben noch so viel, was wir machen können, ey, das ist unglaublich. So, wir sollten die Zisterne lernen. Heißt, wir gehen jetzt erstmal dahin und geben die Quest ab. Agora von Idella. Da Womit ist. kann ich dienen? Mit gar nichts. Ich laufe nur an dir vorbei, weil ich mir Geld holen will. Aber trotzdem danke der Nachfrage. Gut gemacht, Berufener. Danke, dass ihr diese Gegenstände geborgen habt. Bitte nehmt das als Zeichen für Idyllas Dankbarkeit. Ja, gerne, gerne. Das hier brauche ich alles eigentlich gar nicht so. Gute Arbeit, Berufener. Laut unserer Steinmetze hat der Druck in den Zisternen abgenommen. Offenbar stehen wir einmal mehr in eurer Schuld. Hier, nehmt das als Dank. Gut, das sollte es eigentlich gewesen sein. Tatsächlich, hier gibt es natürlich auch neue Queste. Zurück zu den Wurzeln. Einige Urelfen haben in den Kanalisationen der Stadt mit dem Bau eines Nestes begonnen. Finde das Nest und zerstöre es, bevor es zu groß wird. Werde ich tun. Gibt es noch mehr? Nein, sämtliche Aufträge wurden angenommen. So, jetzt schauen wir weiter. Das machen wir nachher noch. Aus eigenem Antrieb. Das war das, wo wir die Ratten besiegt Seid haben. vorsichtig hier. Auseinandergenommen, damit sie nicht großen Schaden anrichten. So. Da haben wir sie ja gerade eben noch mit der Falle Wart kaputt den gemacht. Frieden. Oder für euch war es letzte Folge, bei mir war das gerade eben, vorhin. So. Ja, Mann. Himmelssteinmetzsiegel. Die Zahl der Ratten ist deutlich gesunken. Das war gewiss euer Werk. Sollte Definitiv. je jemand an eurer Göttlichkeit zweifeln, sagt ihm, was ihr in der Kanalisation vollbracht habt. Bitte nehmt dieses Amulett als Zeichen meines Dankes. Ihr seid nun Kanalisationssteinmetz ehrenhalber. Das ist ein großer Erfolg. Wir sind jetzt ein ehrenhalber Kanalisationssteinmetz. Falls ihr Lust habt, könntet ihr noch einmal in. Haben wir das jetzt als Aufgabe oder was? Oder. Warte mal. Ist das eine Aufgabe oder was? Aber oder wir können sie allgemein, glaube ich, so besiegen. Ja, scheint so. So. Das sollte alles gewesen sein, was wir damit machen können. Ja. Ja, noch so viele Quests, ey, das ist unglaublich, ey. Ich würde gerne jetzt mal alle Nebenquests erstmal machen, bevor ich jetzt irgendwas mache. Pass auf, Leute, damit wir jetzt nicht immer nur hier rumchillen, machen wir jetzt erstmal die ganzen Nebenquests. So. Weil. Das geht, weil das ist extrem heftig, was wir so an Quests sammeln.
Ja. Ja. Nee, dann können wir jetzt mal hier nochmal Himmelschwert abgeben. So. Gut gemacht, Berufener. Das Nest der Urelfen und ihrer Lakaien wurde entfernt. Ach, haben wir schon gemacht? Wie geil ist das denn? Ja, nee, cool. Wunderbar. Wo müssen wir eigentlich hin? Haben wir noch Totems, die wir hier der Kleinen da geben können? So. Ihr seid zurückgekehrt. Braucht ihr... Ach, das war das mit den Plünderern, okay. Nee, gut. Wo müssen wir hin dafür? Dahin. Heißt, wir gehen nach Agnur Fahal. So. Nee, weil wir haben jetzt ja die ganzen Quests und, es ist halt so, die haben ja alle noch ein total niedriges Level dann. Heißt, machen sollten wir sie schon. Weil, warte mal, die hier müssen zum Beispiel nicht mal mehr, die müssen grau sein. Hier, schaut euch das an. So, und das wäre doch total... Ja, ist jetzt schon leicht, so, weißt du? Heißt, das können wir dann sowieso ein bisschen... Mal eben fertig machen, so ein bisschen, mal ein bisschen rumlaufen, frühere Quests erledigen. Mal schauen, was wir noch Schönes finden. Eine kleine Rundreise durch Armadur. Mal wieder. Stehst mir im Weg? So, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. What the hell? Da waren wir noch gar nicht hier. Anscheinend. Hier ist alles voll. Aber hier waren wir schon mal. Ah, wir sind hier. Ah. Ich weiß so ungefähr, wo wir sind. Aber auch nur so ungefähr, nicht ganz. So. Also wir werden jetzt nicht komplett die Szene von nah raus machen. Wir werden jetzt mal auch so ein paar Nebenquests von früher absolvieren. Um halt mal so ein bisschen in Ordnung da reinzubringen, dass es mal ein paar wenig, dass es nicht mehr diese 13 Stück sind, was schon da extrem viel ist, finde ich. Muss nicht sein. So. Wir folgen dem gelben Knopf oben auf der Minikarte. Und die Frame Props nerven mich immer noch. So, wir müssen anscheinend... Ah, hier lang? Wir sind in Yolvan. Hier haben wir ein paar Elfen, die uns gleich aufs Maul hauen wollen. Ja, wie hat das? Guckt euch mal an, das sind One-Hit, One-Hit. Das ist ja gar nichts. Na, das, was wir hier finden werden, das wird alles nichts mehr wert sein. So. So. Antilope los. Weg. Antilopenkopf. Und auf Wiedersehen. Oh, das ist schon gerade ein bisschen nervig hier. So, ich weiß auch gerne gar nicht mehr, wo ich hin. Da muss ich hin. Ich habe mich gerade von Antilope ein bisschen ablenken lassen. Edle Eisenhammer, ja, komm, weg damit. Und ja, Mann. Hast jetzt überlebt? So, Antilopenkopf. So. Ah, wir haben einen neuen Ort entdeckt. Auch gut. Nicht schlecht. Gehen wir hier rein. Oha. Batz. Eine Truhe. Leicht aufschließen. Schließen wir leicht auf. So. Ein unterkühlter Stab. Ich gucke trotzdem immer, weil ich ja nicht weiß, ob wir dann irgendwann in dem entsprechenden Bereich kommen. Oh, das war eine normale Kiste. Das tut mir natürlich sehr leid. So. Oh. Bargest. Oha, sie überleben sogar zwei Schläge. Oh, hör auf jetzt. So. Hier war anscheinend auch was. Wollte gerade sagen. Ah, ich Idiot.
fängt schon wieder gut an hier. So. Hier wird sogar schon der Stab noch reichen, also mehr brauche ich hier kaum. Aber na gut. Es sind halt alte Gebiete, wo wir schon überall mal waren. Also von daher. Kobolde! Alter! Nein! Ernst! So. Ich überlege, dass ich hier von den 5 jetzt bekommen habe, was ich normalerweise von einem Vieh fast bekomme. Also. Das Buch der sanften Tiere. So betrachtet denn die sanftmütigen Tiere vom Feld, Wald und Wiese, anders als wir, die wir in unnatürliche Kleidung tragen und uns Absonderlichkeiten wie Krieg und Hinterlist widmen, sind diese edlen Wesen eins mit der Natur um sie herum. Sie kennen weder Zweifel noch Hass oder Furcht. Lieben. So. Eingesammelt. Dann haben wir das Quest hier erledigt. Eine mittlere. Yo, genau. Soll mich doch verarschen, oder? Dann eben so. Stab der Bescheidenheit. Der war anscheinend auch mal gut. Der war mal gut. So. Noch eine Truhe. Heidewitzka, hier liegt ja ganz schön was rum. Die haben wir gut gesammelt. Gehen wir dahin. So. Handwickel, die kannst du eh weghauen. So. Das sollte eigentlich alles gewesen sein. Ja. Dann können wir wieder zurückgehen. Und das Quest kurz abgeben. Glaube ich zumindest, dass wir das dann einfach abgeben können. So. Zack. Glutaugen geerntet. So. Also das mit dem Frame-Problem, das nervt mich jetzt schon wieder so ein bisschen. Also, weil ich auch nicht weiß, warum die jetzt heute plötzlich da sind. So. Komisch. Aber was soll's. Wo muss ich denn abgeben? Ich schaue einmal. Ah, bei der Schildringfeste. Dann werden wir dies tun. Söldling. Aloha. Los, yo. User left your channel. Schön. Ich habe vergessen, den Channel zu wechseln. Verdammt, na egal. Es gibt wirklich keinen Grund, hier herumzustehen und zu gaffen. Ich habe das verlorene Buch. Oh ja, aus dem verwilderten Dickicht, nicht wahr? Normalerweise finden sich derartige Aufgaben nicht unter den Aufträgen. Aber wenn der Zahlende genügend Geld übrig hat und hartnäckig genug ist, kommt dieser Tage sogar so etwas auf die Tafel. Tja. Danke. Na dann, fort mit euch. So, ihr redet ja nicht mit mir hier. Lass uns mal eben dahin gehen. Zu Halder Rodrik. Weil der bildet nämlich aus. Und wenn der ausbildet, ne? Dann kann es sein, dass er vor uns auch noch was Schönes hat. Ich meine, das Geld dafür haben wir. Du hast keine aktiven Quests, ich weiß. Halder Rodrik. Ihr habt euer kleines bisschen Weisheit von mir bekommen. Und jetzt lasst mich in Frieden. Ah, ich weiß schon alles. Okay. Gut, dann weiß ich halt alles. Dann kann ich aber trotzdem nebenbei schon mal eben schnell, wenn wir hier sind, mein Plunder verkaufen. Braucht ihr Handschuhe oder ein gutes Nee, das, was du hast, ist sowieso nicht ordentlich, aber was soll's. Habe ich hier mal was verkauft? Oha, ja, ganz schön viele Sachen hier. So, verkauft habe ich aber nichts Ordentliches. Also von daher ist es nicht wichtig. Plunder verkaufen. So. Wert? Ja. Dann gehen wir zurück. Was machen wir denn jetzt Schönes? Die Blüte. Samen suchen. Ups. So. Auf zu Quest Nummer 2. Was haben wir denn hier? Noch ein Söldling. Noch bin ich Söldling. Aber bald werde ich dein Herr und Meister sein. Ich habe schon eine Feste.
Ob sie euch interessiert, das weiß ich nicht, aber ich habe sie. Wo ist denn das Quest? Da oben. Da ist die Frage, wo muss ich lang dafür? Da ist das, da. Wo soll ein weiter Weg? Warum ist das so weit? Komme ich da nicht irgendwie hin, wenn ich dann mich von... Ja, ich bin hier unten. Ich kann auch einfach hier zur Wächterbrücke. Das geht viel schneller. So. Ah, hier bin ich. Ich erinnere mich. Ich habe das eine Mal das Problem, das Ding, dass der eine ja in Anführungszeichen entführt wurde und einfach nur keinen Bock mehr auf seine Alte hatte. Um es mal auf Deutsch zu sagen. Oder kommt das noch? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gespoilert. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist das, was wir hier noch sehen, nichts mehr. Nee, es ist wirklich, wie man sieht, gar nichts mehr. Es sind keine Gegner mehr für uns. Na gut, was soll's. Ist nicht so wild. Alter. Ich habe jetzt nicht 8 Frames, Mann. Das geht doch nicht. Sie gehört auch mit zu der Truppe. So. Nee, das geht hier gerade gar nicht, Mann. Was ist das denn? So. Das ist meine Truhe. Und hier ist noch... Aalblatt. Mittel. Na? Perfekt, hat geklappt. Hartgesottene Stulpen sind besser als unsere, allerdings brauchen sie Macht und... Ey, das ist ja schon echt erbärmlich. Die Zähne der Viper, was ist das denn? Nicht das, was wir tragen. So, wir müssen... da geradeaus. Anscheinend. Hier über dem Baumstamm. What? Wollen wir ein bisschen Spaß haben, würde ich sagen. Eine Gruppe von Pajotun. Und... Bats! So. Lang gebliebener, langlebiger Talisman. Das war's, mehr habt ihr hier nicht? Geh weg. Hast du was? Natürlich hast du nichts. Warum auch? So, da. Da müssen wir noch einen Samen suchen. Zu Ostruin zurückkehren. Und zwar im Brunwart. So. Anscheinend da. Ah, das ist doch schon doof hier gerade. Das ist nervig. Ah. Hier ist wunderschön. Öffne Tür. Ich glaube, das konnte nur ich, weil ich ja der... Ja, irgendwie reagieren die auf meine magische Kraft. Deswegen wächst ja auch alles, wenn ich hier langlaufe. Irgendwie so war das, glaube ich. So. Die Chrysalen? Jede einzelne davon? Ihr seid ja ein zweiter Bruderill. Ich bereite meinen Teil vor, während ihr die Samen aussieht. Legt einen auf jeden Erdhügel hier. Seht ihr wo? Gut. Lebt wohl. Verlasst mich und geht in Frieden, Kind. Da habe ich einen hingelegt. Da liegt einer. Dann legen wir da noch einen hin. Hier legen wir noch einen hin. Und da kommt auch noch einer hin. Stellt euch jetzt auf die Plattform, damit wir beginnen können. So, was war das jetzt bitte? Da kommen sie, da kommen sie! Ist das nicht fabelhaft? Alter, was geht bei dir ab?
Was? Weshalb bleibt ihr? Das ist aber nicht der Ablauf der Zeremonie. Ihr solltet euch den Elfen hingeben, so wie Boderil es immer getan hat. Aber seht sie euch an. Ihr habt sie alle getötet. Ja, meinst du, ich lasse mich töten? Diese Blumen waren Elfen? Aber natürlich. Was sollten sie sonst sein? Ihre Blüte ist so wunderbar. Hätten sie überlebt, hätten sie sich über Täler und Hügel verbreitet. Ein buntes Flattern von Flügeln, Schwänzen und Krallen. Maja, du bist doch krank, oder was? Wollt ihr, dass ich sterbe? Ihr habt zugestimmt, Boderils Platz einzunehmen. Dachtet ihr, damit fängt man an und hört dann einfach auf? Meine wertvollen Blumen sind tot, aber sie sind trotzdem erblüht. Eure Aufgabe kann immer noch erfüllt werden. Auf andere Art. Geht in Frieden. Was soll das denn hier? Mann. Gemme der Kultivation. Plus 1 auf der ersten 2 Ränge freigeschalteter Macht, Raffinesse und Zauberfähigkeiten. Aha. Ja, das nehmen wir. Machen wir hier mal alles ein bisschen leer hier. Das glänzt ja alles. Alter Schwede, hier liegt ja ganz schön was rum. Zu Blonde. Nehmen wir. So, das müsste eigentlich alles gewesen sein. So. Also die ist schon krank, was er da gerade machen wollte hier. Aber ich denke mal, wir können mal hier durchlaufen, weil hier ist ja wohl so ein bisschen was. Quest gemeistert, die Blüte. Aua. Da dürfen wir, glaube ich, nicht durchgehen. Habe ich so das Gefühl. So, wir können mal hier durchlaufen, weil hier ist ja ein bisschen was anscheinend, wo man halt langlaufen kann. Hier haben wir jetzt auch 2 Wege. Wir gehen jetzt erstmal nach oben. So, mal nachschauen, was man hier so Schönes findet. Außer Kappen der Lähmung. Ah, sie sind sogar wieder gelb. Sie sind gelb, das sind Herausforderungen. So, da war ein Haufen. Den würde ich gerne mitnehmen. Azurithammer, edler Azurithammer. Was ist denn hier? Scheint eine Geheimtür zu sein, die ich aber noch nicht sehen kann. Na gut. Hier ist nichts mehr. Also gehen wir weiter. Oder weiter? Ist das weiter oder zurück? Das ist zurück. Weiter ist da lang. So. An dem Berg ist vorbei. So, was haben wir hier? Eine Himmelsblüte. Und noch mehr Bargist. Ah, Hilfe! Da! Ah. Boah, nicht lenken jetzt! Nein! Au! Mann! Ich glaub's ja nicht. Lassen Sie mir nicht mal meine Fähigkeitsende machen hier. So. Ein Skelett. Azurithstolpen. So, ich muss gleich mal dringend gucken, was das mit den Frame Drops ist. Das geht so nicht. So, da ist anscheinend nichts mehr. Gut. Also gehen wir weiter. Diesmal wirklich weiter. Dann finde ich darin anscheinend nichts Großes. Außer ein paar Erfahrungspunkte, die man hier sammelt. Geil, man hüpft also direkt da rein in den Dreck. Auch eine wunderbare Voraussetzung hier. Mann, Mann, Mann. Na gut. So, dann können wir hier noch lang gehen. Mal schauen, was man hier noch findet. Außer ein paar Viecher, die einen sowieso gleich wieder umbringen wollen. B-
Batz. Das gucke ich mal an, das geht so gar nicht. Ich muss gleich unbedingt gucken, was es ist, ey. Unbedingt muss ich schauen, was es ist. So. Warte, was finden wir noch Schönes? Blutkram. Na gut. Gehen wir weiter. Weiter, weiter. Oh. Ein Feienlager mit einem Azurithelm. Der uns sowieso nichts bringt. Ah, nicht nehmen. Rüstung. So. Haben wir schon ein Level up oder was? Scheint so, jo. Geil. Finde ich gut, finde ich gut. So. Hier kommen gleich Elfen. Ach, hier waren wir schon. Ah. Gut. Dann gehen wir zurück. Obwohl, ist das Zaun am Weg? Ne, das sieht uns das andere so aus. Ne, gut, dann können wir wieder hier rausgehen. So. Und wir treffen uns dann wieder in der nächsten Folge am Ausgang. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.